Yo Leute, jetzt willkommen zu Trap SG auf dem Gewinnzeit-Server. Das ist Survival Games. Irgendwas, ich weiß. Oh Gott. Ich weiß den Namen leider nicht, sorry. Das ist doch. Ja, also wenn ihr diese Blöcke halt anklickt, dann kickt ihr auf jeden Fall Stuff, das sind so die Truhen, logischerweise. Also. Und da könnte auch ein Effekt rauskommen, da könnte ein Zauber. Ich wurde gerade geportet. Oh. Da will mich jetzt auf jeden Fall jetzt angreifen, ne? Muss ich jetzt auf jeden Fall besser hitten. Okay, erster Hit, zweiter Hit, dritter Hit. Boah, der hat mich weggekombot. Oh nice, die Truhe hat er schon noch nicht gelootet. Aber gut, hä? War der gerade einer hinter mir? Sah so mega noch raus. Drum sehe ich schon den nächsten oder die nächsten. Oder jetzt auch noch den nächsten. Hat anscheinend jetzt gerade einen getötet. Ich habe, also da ich gestern auf den Server gespielt habe und komme wieder abgekackt. Jetzt habe ich mir gedacht, spiele ich einfach nochmal auf den Server. Das ist eigentlich doch ein bisschen interessant ist. Es gibt Pferde und oh, den Stuff hole ich mir schnell und dann hier anziehen. So, gut. Er hat auch Schuhe. Gut. Haben wir schon mal den Stuff angezogen. Nice. Dann holen wir uns mal den Kollegen da drüben. Der geht uns gerade ein bisschen weg. Ist er noch low life? Da hat einer gerade mit ein Herz gewonnen. Also, oder ein halbes Herz. Wie soll der jetzt rüberkommen? Ein Giftregen nähert sich. Oh, ich will hier schnell noch nach oben, ey. Bevor der Giftregen hier kommt. Oh, der Giftregen kommt. Shit. Hier bin ich in Sicherheit. Oh ne, jetzt muss ich echt hier überdacht sein. Oh, da drüben sehe ich schon ein paar Kollegen. Bitte kommt nicht zu mir. Eigentlich auch ein bisschen unnötig, wenn die jetzt zu mir kommen würden. Okay, dann reden, da gehe ich auch nochmal live, während der Giftregen hier ist. Aber ihr könnt auch auf jeden Fall vorbei, auf den Server mal vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Entweder kennt ihr ihn oder ihr schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da ist der. Da ist die Server-IP, die Server-Seite und auch noch der Server-Name. So, ich sehe hier aber. Das bringt sie mir nichts, da hinter mir was ist. War das sicher? Okay, jetzt ist der Regen vorbei. So. Jetzt kann ich wieder rausgehen bei dem schönen Wetter. So. Ich sehe aber niemanden. Das ist ein bisschen schade. Da ist uns der vielleicht anscheinend noch weggegangen. Oder dort, dort, dort. Da drin sehe ich einen Namen. Wie komme ich da rein? Wo ist die Tür? Da. Ja. Oder er brennt, er brennt. Er brennt. Das müssen wir jetzt echt ausnutzen. Und bei der Lava brennt man auch noch länger. Was will uns jetzt noch jetzt? Oh ne. Aber der macht ja auch nicht Damage mit seinem Scheißbogen. Oh Gott. Na, der soll herkommen. Der will jetzt uns anscheinend wirklich spammen. Komm doch her. Ja, jetzt wartet er natürlich. Boah, nee, ey. Ja, das sieht man's. Der hat nur gewartet. Okay, er kommt. Ein Hit mehr. Jetzt habe ich ihn. Gut, ich habe ihn. So, der hat ja richtig OP-Equipment. Hat auch einen Kompass. Nice. So, gut. Das ist uns auch wieder mit unserem Live-Hurricane. Sehe ich einen Namen? Ne, ich sehe keinen Namen. Aber der nächste Gegner ist in der Richtung. Die Truhe hat er höchstwahrscheinlich hier schon gelootet. Ja. Hat er keine Eisenhose. Aber egal, der hat eigentlich ziemlich OP-Equipment. Das ist richtig krass, dass er alles hatte. So, ich renne einfach mal zu den nächsten Gegnern. Ich muss aber. Ich tue doch hier schnell mein Inventar noch aufräumen. Suche ich mir noch eine Stelle, wo jetzt höchstwahrscheinlich niemand hingehen wird. So, ich gehe da mal schnell rauf. Oder war auch schon jemand? Okay, die Truhe wird dann schon gelootet sein. Was eigentlich klar ist. So. Mal schnell den ganzen Stuff hier wegwerfen. Den werde ich eh nicht mehr brauchen. Also, zack. Schuhe.
Ja, ganz nice. Den Kuchen gebe ich auch mal in den Inventar, weil den werde ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Oder vielleicht brauchen. So, Schwert auch weg. Sticks. Ja, Sticks werde ich auch noch brauchen, das sein. Ich finde jetzt halt hier was. Dann mache ich schon mal schnell in die Truhenwand. Leer. Ja, dann wird die auch leer sein. Ja, gut. Die dahinter könnte man übersehen haben. Hat er auch übersehen. Was heißt dieses Piepsen? Oh! Das heißt das Piepsen. Oder das hätte mich jetzt echt umbringen können. Das ist auch eigentlich ziemlich spannend daran. Also das ist ziemlich cool hier. Dass das halt entweder was ein guter Effekt sein kann oder halt ein schlechter. Wie zum Beispiel, dass Lava rauskommt oder einfach wie jetzt gerade explodiert. So, dann tun wir uns mal den nächsten Kollegen da. Ist der unter uns? Ich gehe mal in die Richtung, ja? Das ist jetzt gerade so. Ne, okay, er ist nicht unter uns. Aber jetzt reden wieder. Okay. Mal schnell einen Apfel sich gönnen und dann geht's da runter. Es sind nur noch drei andere da. Das heißt, das Deathmatch. Oh, Lava. Das Deathmatch startet bald. Es wäre noch schön, wenn einer davor sterben würde. Dann wären es nur noch drei. Drei sind halt weniger, logischerweise. Aber es gibt hier anscheinend auch Pferde. Das habe ich vorher gar nicht gecheckt, weil da kam einfach so einer auf den Skelettpferd auf mich zugeritten. Joa, nicht schlecht. Aber man kann sogar sehen, wie weit der weg ist. Oh, nice. Oh, wenig ist da. Komm. Darf ich mal die auf den Kollegen. Er hat Regeneration drin. Hat eine Diabos, die hätte ich gerne. Down. Oh, ne. Jetzt möchte er hier natürlich abstorben, ne. Und den kriegen wir auch noch. Komm, down. Oh, nice. Hatten die Handlungsfläschchen? Ja, die haben wir welche. Gut. Regeneration auch mal reingeben. Hey, sind Boots. Gut, dann haben wir uns mal hier equipped. Wo ist der? Vorne. Wir haben ja noch richtig rasiert am Ende, so mal zu sagen. Hey, den hit ich ja gar nicht. Boah, was ist denn da los? Aber gut, ich habe gewonnen. GG, das war. Was? Das war Unglück. Taktik. Ich habe hier den hier getötet, diesen Momo. Und den. Ja, okay, also. Ey, Junge, also wenn euch hier dieses Video natürlich gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung natürlich sehr freuen. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.